Es war so klar. Kaum schlaft noch mal ein, brennt schon wieder. Gibt's ja nicht, raus da. Das waren sicher die Typen. Glaubst? Ja. Wer, die Jugendlichen oder die... Die Jugendlichen, ja, wer sonst? Ja, wenn's, was ist, wenn es die Obdachlosen waren und ja, die Karte das Spiel gespielt haben? Hey! Was denn? Mach auf! Glaube ich nicht. Sieht man ja. Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuste und Zoe sind tot. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich gehe allein. Aber... Thomas, raus mit dir! Am Boden halten ist gescheitste. So, was? Ich sag, auf dem Boden halten. Ja, genau. Ist am besten, aber wir müssen... Wo ist, wo ist der? Wo ist der? Hinter dir. Da ist er. Okay. Hilf mir! Achso, Aiden sprengt die Tür. Tushin, das Baby! Sie sind oben, hört ihr? Wir müssen sie rausholen, bevor hier die ganze Bude abfällt! Oh Mann, also die Tuesday und die Baby dürfen auf keinen Fall sterben. Na? Wenn es schneller geht, geht's schneller, Jody. Rauchgasvergiftung ist halt einmal Wahnsinn, gell? Ja. Ah, okay. Ja, ja. Nur kein Stress. Wieso sind die nicht oben? Was denn? What the fuck? Scheiße, wir müssen aber darüber. Ja, durch die Tür eine, rechts die Tür eine, ja. Dann links um. Kriegst es du auf, Jody? Nein. Gut. Durchs Fenster. Okay, da ist einmal er. Komm schon, Jimmy! Spring! Spring! Nein! Nein! Ich komm nicht raus! Du kannst! Ich komm nicht raus! Du kannst! Komm schon, spring! Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Komm schon, Jimmy, komm! Dann machen wir das halt für dich. Was? Was war das? Los, raus! Raus! Das Baby! Los, rette das Baby! Gleich nebenan! Wo nebenan? Das Fenster durch. Da? Ja. Tatsache. Gut beobachtet. Jetzt müssen wir halt darüber, gell? Ja. Sehr gut. Wow. Oh, gerade nochmal gut gegangen jetzt. Ja, komm jetzt hoch. War nicht so blöd. Ernsthaft. Und jetzt müssen wir da rein. Stunt Action. Dass ich alle in der Ecke verstehe, schon was aussehen. So, ist jetzt die Frage, wie, ne? Okay, Aiden. Nein. Aiden, Schutzschild. Die Mauer muss weg. Absolut richtig. Ja, schreck, die Mauer muss weg. So. So, und jetzt hindurch mit dir. Hinfort, edle Gesellin. Du blärerter Schreikopf erst. Schreiweiß, ja. Schnell runter, lauf! Komm. So, haben wir jetzt alle, oder? Ja. Na dann. Ja. Geh. Okay?
weiter! Okay, schnell raus hier! Ich komm schon klar, wirklich, mir wird geholfen. Lauf und bring das Baby in Sicherheit. Ja. Okay, zum Fenster raus. Eventuell, ja. Höchstwahrscheinlich. Nope. Auffällen. Hoch? Ja. Das ist der einzige Weg, gell? Wie es ausschaut. Oh. Bei deinem Fenster, ha? Ja. Flammen des Inferno. Alles geht. Na? Ah, okay, komm mal hier durch. Halt! Auf! Nein, nein, hoppala! Aber es war eher Couch. Stell dich nicht an. Was? Wo hätte ich jetzt hindrucken müssen? Oh, Julie. Oh mein Gott! Stan, nein! Oh. Oh. Was hast du? Was willst du tun? Stan! Oh, Scheiße! Oh, warum machst du das? Jody! Jody! Oh, Gott. Hilfe! Fuck! Jody, komm schon! Komm schon, Jody, du packst das! Oh, mein Gott! Komm schon, komm schon! Sie atmet nicht. Und jetzt den Schlauch da drüben. Na los, Beeilung! Oh, Hilfe! Oh. Mach alles mit drauf, ey. Ich bin tot. Jeden kleinen verdammten Moment. Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Scheiße, wir verlieren sie. Bitte bleib bei uns. Bleib bei uns. Geht's dir heute, Jody? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt hin. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Nein, das wird keine Widerrede. Schmidt ist deine Zeit. Ja. Ich war doch mal gut. 2000 nicht wie alle anderen. Ich hab gesagt, das war eine Frohe. Pass gut auf dich auf, Jody. Du musst nicht daran denken. Ich will nicht, dass dir was passiert. Bin ich tot? What?
war die Frau? Warum zeigst du mir das? Ist sie... ist sie meine Mutter? Aiden? Aiden? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr her. Oh, wow. Da war ja gerade einiges an Action los. Nach dem missglückten Fluchtversuch aus dem brennenden Haus haben wir einfach mal unsere Vergangenheit und unsere Mutter und unsere Zukunft gesehen. Ja. Oh Mann. Ziemlich heftig. Wenn du dich umdrehst, dann tust du leichter beim Umdrehen. So. Zoe wird heute 3 Monate alt. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Lysa. Aha. Lysa Minelli. 3 Monate waren wir jetzt quasi im Koma. Koma klar auf dem. Warum sind wir, haben wir Krebs? Wunden am Kopf. Nee, aber 3 Monate lang. Ja, hat dir irgendwas am Kopf gefallen, ist da? Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfraktur. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bring sie zu ihr. Oh shit. Und jetzt? Lass uns hinlegen. Sehen wir uns wieder hinlegen? Na. Schrank. Badezimmer. Wird da nichts bringen. Scheiße. Also Fenster. Schrank keine. Schrank, hä? Das geht? Na. Ja. Merkwürdig, das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Beende das. Die Kleine darf nicht entwischen. Die Szene kennen wir doch.
Also, den Typen. Essensgeld. Jawohl. Hm. So ist es also zu der Situation von der Anfangsszene gekommen. Es ist ja ein wie ein Wunder. Ah. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jody. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jody. Okay, also wir sind wieder in diesem Kinderzimmer vom Anfang. Und was es da alles zu entdecken gibt und zu sehen gibt, das sehen wir in der nächsten Aufnahmesession. Bei den nächsten flotten Dreier-Dreier-Session. Hier bei Outsider Gaming auf YouTube von Buck Spencer und Terence Fail. Bis zum nächsten Mal. Adios, ciao, ciao und... Servus.